Moin, hier ist eine neue Folge von Let's Play League of School. Jo, heute bin ich mal dabei. Heute stelle ich euch den alles davor. Fange erstmal ganz kurz mit dem Itembild als allererstes an. Ich denke mal, ich werde gegen mit ein Boran-Schild und zwei Pots starten. Ich spiele gegen Jinx und Trash, spiele mit einem Lucian zusammen. Gegen Jinx und Trash, die geben viel Auto-Attacks, das ist auf jeden Fall das Doran-Schild ganz gut gedacht. Wie ich dann weiter mit meinem Bild gehe, das werde ich euch dann später erklären, wenn ich backporte. Kurz zu Alistar, der ganze Champion basiert so ein bisschen hier auf QW. Ich glaube, ich lese es nicht vor, ich erkläre es kurz. Q ist so ein Knock-Up. Den kann ich aktivieren und dann Knock-Up, der alles in der Entfernung, W. Dann haut er ein Ziel weiter so weg. Mit E, W, Zartschen an. Man kann auch den Combo W, Q machen, dann Zartschen an und schmeißt den automatisch hoch. Da müsst ihr ganz schnell hintereinander drücken, sonst fällt man es ein bisschen. E ist so ein Gruppenheal, der healt alle Kollegen und alle Minions. Die Ulti, dadurch werdet ihr sehr, sehr tanky. Ich glaube, da kriegt ihr 60% weniger rein. Damit könnt ihr sehr gut Tower tanken im Teamfight, einfach für vorne einfach versuchen, Damage abzufangen. Die ist auch auf jeden Fall richtig stark. Auf jeden Fall kein anderer Fokus, wenn seine Ulti anhat und seine Passive. Da macht er so ein bisschen, glaube ich, extra Damage, wenn er seine, so eine Fähigkeit macht. Die finde ich nicht ganz so stark. Maxen werde ich QWE oder QEW, weiß ich nicht genau. Auf Erzes gebe ich Q, dann W, dann E. Ihr habt es auch schon gesehen, den Knock-Up. Und ich bewege mich mal langsam auf die Botlane. Ja. Ich war noch ein bisschen überlegen, ob ich jetzt Ignite oder Ghost, Ignite oder Exhaust mitnehmen. Hab mich halt einfach für Ignite entschieden, weil ich das letzte Zeit irgendwie nur noch nehme. Ghost ist natürlich, Exhaust, was sag ich ganz, Ghost. Exhaust ist natürlich auch möglich. Zu den Runen noch eben, ich habe einfach als Alistar sehr tanky gewählt, ich glaube. Vielleicht für Armor, Magic Resist und Movement Speed, glaube ich, damit ich den einfach, wenn ich da vorne drin bin und von dem ADC und dem Supporter gehittet werde, einfach das aushalten kann. Und ja. Master Resist habe ich, glaube ich, so was wie 21,9. Auch schön tanky. Alles da ist einfach wirklich ein schöner Tank Support. Kann jetzt am Anfang auf jeden Fall noch nicht so viel anfangen. Ich werde da mal reinwarden. Sehr gut, Mitte. Das habe ich mein Leben verloren. Okay, ja, Lucian kassiert in einen anderen Auto-Tag, aber ich kann nicht auf wenig dagegen machen. Ich kann auch nicht da reinlaufen, Knock-Upen, weil echt da viele Minions da sind. Da echt sehr viel Damage hier. Gut, habe ich W. Das ist schon mal eigentlich ganz gut. Was auch sehr stark ist auf alles da, fällt mir gerade noch ein Flash. Flash in und dann Q und dann mit W reinschmeißen. Gucken wir mal nicht, vielleicht wenn man welchen Gang kriege, würde ich das vielleicht mal machen, aber jetzt auf jeden Fall noch nicht. Ich denke mal auch, dass Jinx und Trash die stärkere Level 2 haben als ich und Lucian. Als Lucian und ich. Jinx haut sowieso so viel Damage aus. Einfach defensiv verhalten die ganze Zeit. Und einfach mal auf den Gang vielleicht warten. Ups. Fahrrad ein bisschen fail. Ich wollte, was nicht, irgendwie Q gedrückt, ich wollte WQ drücken. Lock ich einen ADC nochmal weg. Sonst wäre ich gleich gestorben. Gut, Lucian hat sich gut davor gestellt. Fuck, hätte man auf jeden Fall einen Pot reinhauen sollen. Ich hab's überlebt, war gut. Aber ja. Ich hätte nicht mit gerechnet, dass der Rengar da drin sitzt, der Rengar Arena. Kurz vor hier, geht auf das Item, um halt sozusagen das Gold jetzt zu bekommen. Und ja, das denke ich ganz gut. Wie schießt noch der Botlane mit dem Farm? Lucian 20, Jinx 19 ist doch ganz gut. Ich denke mal, wenn ich jetzt wieder da bin, werde ich auch ein bisschen aggressive gehen, genau. Jing Zhao kommt der Bot. Ah, da muss ich aufpassen. Vor dem Hoch. Ja gut, Xin kommt jetzt. Ich denke mal nicht, dass sie es gewardet haben. Hab leider kein Flash, ein bisschen nervig. Gut, da habt ihr den Knock-In gesehen. Ein bisschen zu früh war mein Gage.
Sinn sehr deep. Ah, stirbt auch noch. Wir sind beide Pots drin. Lucian komplett um. Ah, bei dem Gragger müssen wir mit dem Gebüschen aufpassen. Ich denke nicht, dass er uns kriegen kann. Vielleicht kann ich noch einen Kill rausholen. Okay, das war echt schlecht von dem Gegner. Ich dachte, ich hätte noch genug Mana zum Reinnocken. Da ich einen vollen Tower reingeschmissen, aber so war auch gut. Nice, sieht gut aus. Ich habe den Kill bekommen. Wahrscheinlich, weil ich ihn hochgenockt habe und dann der Tower ihn sozusagen für mich getötet hat. Duschen und einen Assist dafür kommen, ja. Okay, der Trash hat der Red. 150 für meine WQ-Kombo. Ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn ihr die verkackt oder werdet die duschen, muss ich bestimmt die Absicht machen. Die werde ich so ab und zu mal verhindern. Ich spiele auch alles da. Sehr selten, muss ich auch sagen. Okay, hier haben sie keine Vision. Lucian, Jinx, ah, das hat er Vision. Vielleicht wäre einer an mir vorbeigelaufen, hätte ich ihn reinloggen können. Jinx müsste auch gleich wieder da sein. Lucian sollte. Oh, zwei Assists. Ne, wahrscheinlich das BR noch nicht ganz zusammen. BR Sword. Ich kann mir vorstellen, dass auch Trash weggeht. Ne. Auch einen Kill abkassiert hat. Okay, da steht noch was vor. Falls er hookt, ist es auf jeden Fall besser, wenn ich gehookt werde, anstatt der Lucian. Ich kann den Damage sozusagen komplett abfangen. Mir und mich dagegen anregen. Ward bis 18. Also, sobald Lucian ein Back hatte, ist man auf jeden Fall um einiges stronger. Da sollten wir sie richtig auseinandernehmen. Ich werde die mal ein bisschen hochgehen, ich habe ganz gut Mana eigentlich. Ist auch ganz gut einfach das Item jetzt zu haben. Hat man echt bis Mana-Regeneration auch noch. Also ich will jetzt nicht, jetzt bringt mir WQ nix. Weil da muss Lucian hinterhergehen. Das bringt mir nur was, wenn ich ihn hochschmeißen kann und ich ihn dann reinkriege. Okay, Lucian geht weg. Alles klar, ja. Gut, ich werde das halten und dann auch weggehen. Eigentlich komplett egal, wie viel Damage wir hier geben. Ich will sowieso gleich back. Trash geht auch nicht back, ey. Okay, er wird doch noch engaged. Na gut, dann geh ich noch rein. Sword ist auch abgelaufen. Ah, fuck. Wollte ich dodgen. Der wieder aggressiv hinterher. Ja, jetzt hat er hier das BR. Jetzt muss ich ihn protecten. Ah, Gott. Ah, das Scheiße. Ne, da hätte ich auch gar kein Assist für verdient. Fuck, Mann. Harry, ich hab failed. Ich muss erstmal mit dem Weg wieder. Was mache ich denn, ey? Retar, ey. Was passiert echt, wenn ich Champions. Ich kann ihn zwar mehr oder weniger, aber ich weiß, worauf ich achten muss. Aber ich spiele halt so selten. Deswegen kommen einfach mal so Fails. Okay. Wir können die auch noch nehmen. Ja, Lucian hat Red. Ja, die sollten wir richtig nehmen können. Ich hab kein Ward. Nice. Hier ist auch ein Ward dran. Die waren alle ganz weit vor und ich bin weg. Gut, einen guten Goldbetrag, Ward-Item plus das da. Ich denke mal, ich krieg jetzt hier auch umkaufen. Ein kleiner Tipp an euch, wenn ihr eigentlich das Item habt, braucht ihr das gelbe Ward eigentlich nicht mehr. Dann würde ich schon aufs Rote gehen, um. Weil dann noch ungefähr auch langsam der Zeitpunkt kommt. So, ich habe es jetzt nach 10 Minuten, das ist recht schnell, weil ich auch gute 1-0-2 stehe. Aber eigentlich würde ich mir auch das hier echt so, das kann auch kurz auch noch in dem ersten Teil, also noch nicht weiter ausgebaut sein, würde ich mir schnell kaufen. Damit ihr auch um so Minute 10, 11 dann Pinks und hier den mit Drake clearen könnt, damit ihr mit dem Team Drake machen könnt. Auf jeden Fall wichtig. Will ich auf jeden Fall immer machen. Ich vergesse es auch öfters mal, klar. Aber wenn man sich dran gewöhnt, immer wenn man das Item hat, umzukaufen, dann ist es gut. So wie Trash das gemacht hat, ist auch möglich. Mache ich auch manchmal. Also wenn ich sofort mir 800 Gold kriege beim ersten Backport, dann kaufen wir das auch sofort. Okay, 5, 7.
sollten fighten, soweit wir es können. Rengar, komm. Da. Wir können eigentlich 3 gegen 2. Wenn sie nicht fokussen. Ich werde. Ist das 6? Ja, 6. Werde ich hier reingeworden. Pink wegen Rengar. Weil wenn er kommt, dann kommt er mit einer Ulti. Und dann haben wir die Vision. Ich glaube, dass Rengar hier ist, aber ich kann. Now I'm angry. Ja, okay, wir haben besser getradet. So, also so macht man das ungefähr, wenn man Flash in Q wieder reinloggen. Ja, war okay, ein guter Trade. Nein, wir haben Stain auf jeden Fall. Mach Ulti an. Port ist nicht mehr, da habe ich keinen mehr. Aber ich kann tanken. Die kriegen mich gerade einfach nicht tot. Ah, da gefällt es ein Autofett. Kann auch mal mit dem Heal supporten, aber er sollte drauf weggehen. Oder hier den fast so mehr oder weniger sein Leben gerettet. Und Lulu. Ui, die Kills noch, sehr schön. Good job. Ich werde reskillen. Fuck! Ah. Sorry. Da war ich schon überlegen, was ich skille. Ja, war mein Fehler. Ich weiß nicht, ob ich hätte protecten können, weil ich. Für W hätte ihm ja nicht so viel gebracht. Aber ich glaube, wir hätten auch so bekommen. Weil so schnell hätte ich nicht. Genau in der Sekunde hätte ich es ja drücken müssen. So schnell hätte ich nicht reagieren können. Ja, ich glaube, ich hole mir die Boots of Mobility, damit ich versuchen kann, an die Gegner ranzulaufen oder ziemlich nah, um dann gut den Combo zu landen. Also einfach, um schneller ranzukommen. Wichtig auf alles da auf jeden Fall, dass ich auch mir hier Ablenkzeit verringe. Ich muss ganz kurz gucken. Cooler Induction, ja, mit das Item will ich mir auf jeden Fall holen. Also Chirenis, sonst das alte Chirenis. Und. Ja, Solari, denke ich mal, hole ich mir auch. Immer schön Supporter. Okay, aber der Tier rewarded. Nee, rewarded hat er noch nicht. Okay, ja. Ah, der Lucian, der knallt richtig raus. Ach, hätte ich beinahe gehabt. Okay, Ward steht da oben. 3 Sekunden immer noch diven. Jetzt hat er einen Blutduster. Ah. In der Mitte. Tja, ich muss da reingehen. Okay, Problem war an dieser Stelle, dass ich mein Combo komplett gefailt hätte. Hätte ich sie beide genockt, hätte ich nicht so viel Damage reingekommen. Und da alles da, der Trash hat mich gut mit der Ulti festgehalten. Ich wollte halt reingehen. Oben. Ich wollte nicht reingehen, um ihn zu töten, ich wollte reingehen, um meinen Lucian zu protecten. Vielleicht hätte ich das einfach nicht machen sollen, einfach nur ranlaufen sollen. Weil ich auch die Mobility Boots habe. Ja, war ein bisschen gefailt von mir. So ist das. Oh, schöner Dodge da. Ja, ich denke mal, jetzt sind so Ari bekommen. Ihr Charme war draußen. Q war auch nicht nur einmal getroffen. Was macht Lulu da? War Lulu nicht mal Mitte? Torans Bailing. Toll. Ja. Okay, ja, wir werden sie jetzt. Eigentlich sollte er sie jetzt nicht nur auf Last hitten, damit die gegnerischen Minions unsere Minions töten. Und wir ihn sozusagen von den Minions zonen. Müssen wir aber nicht machen. Wollen wir nicht machen. Ich werde mal Drake Control uns besorgen. Rengar wird das Pink zerstören. Das Pink Ward. Oder wird ganken. Problem war auch gerade, als ich da unten so Blut reingegangen, dass er keine Ulti hatte. Die Ulti hätte ich so viel besser durchhalten können.
What? Muss der Ward weiter hinten stehen. Und da war es nur random. Auf was auch immer. Da hab's gefailt. So sieht's aus, wenn man's failt. Wenn's failt, ist es nicht ganz, ganz über. Hier ist ein Ward, ne? Ranga. Ja. War im Prinzip nicht ganz gut gemacht, über den Gewisch. So das Gewisch dann. Laterne wegknocken. Stellen wir jetzt die Laterne rein. Fuck. Gar nicht mehr duellen. Mobility Boots. Oh, das war schön gemacht. Zurückwerfen. Heal. Good job. Ja, aber gut gemacht. Sonst ging das immer früher so schön mit der in die Laterne reinstellen. Man konnte immer nicht wirklich klicken, aber ja, da hat er mich immer angegriffen. Hier ist glaube ich kein Ward drin. Sie hat geflasht und Barrier glaube ich draußen. Jinx. Ja, okay. Flash Gruber gefailt. Aber man sieht, wie tanky alles da auch im Dive ist. Und die Passive macht anscheinend auch Damage auf dem Tower. Ja, echt. Ich fail hier den einen oder anderen Spell, das sieht man schon. Also so meine Kombos, das sind nicht immer perfekt. Das ist zum einen daran, da ich den Champion echt selten spiele. Aber trotzdem hoffe ich, dass ihr ein bisschen lernt zu verstehen und wie man mit ihm so richtig umgeht. Also ich mache ein paar Fails, aber ich denke, man kann sich denken, wie man es richtig machen würde. Also klar, ich meine, klar, manchmal Sachen sind auch schon richtig, also ich treffe ja auch inzwischen die Kuhkommen, aber manchmal fälschen halt. Geh rüber, geh rüber. Schade. Ich glaube, da haben sie auch gewartet. Oder haben sie, weiß ich nicht. Oh, nice, Shuridis. Ja, ich denke mal, so ist das ganz gut. Das Item braucht man gar nicht mehr unbedingt ausbauen, weil früher muss man es ausbauen, damit wenn man den roten hatte, konnte man insgesamt 3 Wards placen. Aber jetzt kann man damit, wenn man das blaue hat, auch schon 3 Wards placen, ohne dass halt welche verschwinden. Und das eigentlich reicht das immer ganz gut so. Okay, wer ist von hier dann gut? Shazu, den sollte ich eigentlich... Boah, wenn er, also wenn er rangeht, sollte ich ihn ganz gut fernhalten, kann ich ihn hier weg schmeißen und dann wieder hoch werfen, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Den Farm nehmen wir auch nochmal. Ah, war geordert. Oh, ein Cinder, man Lantern kauft. Ewigkeiten haben wir gesehen. Ich glaube, der einzige Champion, auf dem hier ganz vielleicht diese Lantern kaufen würde, ist ja auch Zinzau. Sonst auf keinen anderen Champion. Ich, gut, ich würde es wahrscheinlich, selber gar nicht kaufen, weil man es aber nicht macht. Was gegen die Meta wäre. Zed hilft Lulu. Oh, Shutdown. Wir sollten pushen. Wundert mich, dass ich der gerade nicht getroffen habe, aber er hat mich gerade im richtigen Moment mit dem E. Ja, push, push, push. Der Lucian soll pushen auf jeden Fall. Nicht wirklich schlimm. Rengar portet jetzt auch. Schwieriges.
Ich habe mich voll mir auch vor dem Scham stellen. Damit nicht Lucien abkriegt. Wenn Lucien ihn abbekommen, wäre er tot gewesen. Ich hätte vielleicht noch entkommen können mit meinem Ulti. Ich kann mir vorstellen, dass Arya aber hier immer noch sittet. Da haben wir noch einen Ward vor 100 Sekunden. Okay, ich laufe hier dran, dodge den Hook und knock ihn. Hate these traps. Push. Rangarino. Oh ja, der haut richtig raus, der Typ. Okay, Zed ist, kommt auch. Zeit, ey. Ich hab schon wieder was mache ich? Kann ich einfach mal WQ drücken? Und einfach um die Q und dann W? Das ist so schwer. Na komm, mach ruhig. Ja, traut euch nicht, ne? Komm mal, Kies rein. Schon wieder 3 Bot. Ja, top drücken. 15 Sekunden. Okay, immer noch nice. So, die Dings hat weggeschubst und wir sollten einfach nur backen. Ja, just beam. Da ist auch noch weggekommen. Mehr Tinkin ist für mich, ein Pink Ward für den Drake. Ah, ich glaube, ich passe einfach gleich nur im Teamfight komplett. Ich werde den Gage, glaube ich, werde einfach nur protecten, solution. Dann Rengar einfach full drauf jump, dass ich ihn einfach nur wegknocke. Ich hab Red Buff, sollte sie auch immer auf jeden Fall auto-attacken. Was? War der Knock-up scheiße? Hat er zurückschmeißen. Da will er Zeit raus, habe ich das Gefühl. Wir brauchen hier unbedingt Ward. Tree. Okay, ist clear. Okay, Rengar macht die Golems. Zwei Top, also noch Rengar hier alleine. You will Rengar. Wir sollten pushen. Die Botdame braucht noch ein bisschen, bis sie hier kommen. Wir sollten Tower locker kriegen. Die Vision haben, wann die Botdame kommt. Die kommt, die Traps zumindest, Jinx noch nicht. Tower bei uns. Jinx ist nicht da. Sollten weiter pushen. Jinx ist da. Wir sollten weg. Ja. Wenn ich halt die Kids nehme, dann... Ah, fuck, da wollte ich ihn über die Wand nehmen. Mobility Boots. Oh, Chazu. Oh,
War mir zu deep drin. Oh, der will er Jinx noch snaggen. Nein, will er nicht, ne. Will auch nicht versuchen, der gibt ihm immer einen Auto-Tag. Ah, er ist tot. Rang out. Das ist nur seine Kette. Unser Botlane Tower darf nicht fallen. Drake ab. Okay, ja, Rengar und Shazu. Ich muss einfach echt dann. Ich zähle echt ein bisschen, muss ich echt sagen. Ich muss ein bisschen auf mein ADC aufpassen gegen Rengar. Ich hasse den Champion. Der, ich glaube, ich kann da fast gar nichts gegen machen. Der One-Shotted den so weg. Okay, dann macht ihr kurz. So, Drake, wo ich nicht clear war. Kicks out attacken, aber nicht mal erstmal bleibt. Schöne Laterne, komme. Solari, oh, Triple der weg. Ah, oh, das ist einfach. Er hat eine Infinity Agent Stack. Da sind aber die Crits drin. Ich bin so cool. Ah, oh, wo war ich noch gekommen? Nice. Good job, ey. Lol. Nein, wir sollten Mitte. Scheiß auf Army. Okay, das war mal echt sauber. Man kann nichts sagen. War alles auf CD. Kann nichts nicht machen. Kann nichts machen, Boys. Nee, brauche ich nicht. Warte. Fuck. Oh, ich sollte aber locker wegkommen. Ich kann vielleicht noch hier oben ein bisschen Rengar reinkiten. Exhaust noch bei den draußen. Ah, das kann man schon gerade. Ich glaube, ich hole mal die Dingsschuhe. Das hier oder das, ich glaube, ich hole mir Frozen Heart gegen Jinx, Shazu und Rengar. Meine Ari macht ja nicht so, die ist auch hier, der ist auf Dings gegangen. Auf das Item mit Laban, wo das H ist. Und die macht halt kein Damage und da brauche ich auch keine Resistance. Die 85 durch die Solar nutzen cool rein, Leute. Da, da macht er richtig Damage in der Illusion. What the fuck? Ja, der Flashlight. Oh, knapp. Bisschen, oh, Flash, Kuh. Mach dein Kuh. Oder dein Kuh ist auch gut. Oh ja, geh auch noch den da, den holst du auch noch. Oh, schön geplayt bei Shazu. Oh, das war stark gespielt. Richtig stark, richtig gut gemacht. So, dann war der gerade ein bisschen mehr gestorben. Okay. Zinzau. Ja, wir müssen mal unser Team warten eigentlich. Ich glaube, der Red ist ab.
Ja. Oh lol. Oder? Ne, doch, ich dachte, er wird wohl noch sozusagen detected, dass man ihn zerstören kann. Aua. Fuck, ich wollte Yari zone. Aber wir haben scheiße gespielt bei uns. Jazu ist ja nicht. Ja, er hätte richtig, ja, wir müssen Jazu Fokus. Auf jeden Fall gegen Rengar und nicht in Gebüschen kämpfen. Die Natzen sind da drin richtig. Wie man gerade ihn gesehen hat. Müssen als Team und auf offenem Feld kämpfen. Ja, okay, und ich muss mich um Jazu kümmern. Jinx sollte eigentlich nicht wirklich gefährlich werden. Ich bin Baron. Eigentlich. Zwei Bot. Oder ja, kommen alle. Oh. Knock ihn einfach gar nicht weg, weil sonst kommt er vielleicht noch davon. Ja, und jetzt Baron. Oder so. Ich kann denken. Ja, wir müssen so. Mitte reindrücken. Wir haben keine Minions, Mann. Keine Minions. Dacht erstmal Team jetzt da, wenn ich hier so zu gut eigentlich mache. Ja, das ist doch gut. Fokus den Tank. Alter, ich hab hier gerade alles getankt. Was? Wir haben keinen bekommen? What? Oh, sind aber alle low. Jetzt. Ah, Sinn. Team ist da. Lucian kann reinfeuern. Sinn, du tankst. Ja, okay, guter Fight. Diese Aktion hier, als ich da gekommen bin, hätte mein Team schon weit reingehen müssen. Und dazu sozusagen, ja, wir hätten den einen der Läufe gut haben können. Aber in Glück gehört uns. Sieht halt echt, wie tanky alles da ist. Ne? Also so mit der Ulti an. Da habe ich echt eine kurze Zeit lang gut ausgehalten. Noch einen Drake eben machen, denke ich. Oder? Macht ihr noch einen Drake? Bisschen Match Resist noch. Ja, wieso nicht? Ich hole mir noch einen Dix, den kenne ich. Für das. Wunderhübsche Item. Nee, ich mach das anders. Oh, ich kann die mal verkaufen. Aber zurückgeben. Ich wollte mir die Dingschuhe kaufen, das kann man auch machen hier, die blauen. Für öfteren Flash-In.
Vor nächsten Tiefwald sollte ich nehmen, noch 16 werden. Dort noch eben kurz die Wölfe. Übelst useless. Ja, gib mir mal Blue. Habe ich 40% Cooldown Reduction, perfekt. Er hat Ulti. Er hat Ulti draußen, er ist Ulti draußen. Hat er noch nicht jedes Mal zurück. Oh, danke für die Ulti. Ende das Game. Warum muss ich hier viel tanken? 4 Euro. Ich gehe rein, ich tank. Oh, schön. Gesnackt. Alles ausgepupst, ausgeschubst, da hat es gesehen, so geht's richtig. Jetzt endet das aber. Nächste, letztes Item, das hier. Das ist ganz geil, dann könnt ihr noch Kollegen rausholen, hochgehen. Freut euch auf fast jeden Support inzwischen. Jo, Freunde, das war alles da im Support in der League of Steel mit eurem Vini. Noch ein, zwei Worte wollte ich noch was sagen, so abschließend zu insgesamt zu alles da. Wichtig einfach mit ihm ist, seid vorne, bleibt im Teamfight, versucht so viel Damage wie möglich abzufangen. Versucht wirklich eure Qs und Vs richtig einzusetzen, auch so richtig über den Kopf überlegen, wen schubse ich rein und wen nicht, weil manchmal ist es auch echt scheiße, so einen Necken oder sowas reinzuschubsen, wenn er voll in der Backline drin ist bei euch. Auch wenn ich so ein bisschen aufpassen. Ja, und was gibt es noch was zu sagen? Ja, kauft auf jeden Fall Tanky, alles da. Finde ich auf der Botlane eher so ein bisschen boring, aber zum Teamfight finde ich ihn ganz lustig. Es ging Leona sah ganz geil, wenn Leona engage kann. Alles da, Leona weiter reinschmeißen in Tower oder so. Naja, gibt es noch viele Sachen, was ich zu euch zu alles da sagen kann. Haut rein, Leute, und wir sehen uns in der nächsten Runde von League of School. Wahrscheinlich mit Amumu. Haut rein, macht's gut, ciao.